Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Viele Menschen leiden unter Schlafproblemen. Du auch? Ich kenne das nur zu gut. So dachte ich kürzlich, dass vielleicht das richtige Kissen einen Unterschied bewirken würde. Ich ließ mich beraten und kaufte mir ein mit Baumwolle gefülltes Kissen mit Reißverschluss. Die Verkäuferin meinte, so können Sie selbst entscheiden, wie viel Sie in Ihrem Kissen haben wollen und dementsprechend liegen Sie auf einem sehr gefüllten Kissen oder nicht. Wochen später dachte ich, das Kissen taugt nichts. Mein Kopf liegt nicht gut auf diesem Kissen und ich schlafe immer noch so schlecht. Selbst schuld, würde ich sagen. Ich hatte das Kissen gekauft und genau so benutzt. Und mir war es viel zu voll. Wieso hatte ich es nicht angepasst, wie die Verkäuferin mir doch geraten hatte? Genau das war doch der Vorteil des Kissens. Manchmal frage ich mich, ob wir mit unserem Leben nicht genauso umgehen. Gott schenkt uns Leben und alle Möglichkeiten, etwas daraus zu machen. Doch wir tun es eben nicht. Wir stehen da und sagen, danke für das Leben, hat es mir zwar anders vorgestellt, aber nun gut, dann komme ich halt klar damit. Wo Gott sich denkt, lass dich in deinem Denken erneuern. Denn wie wir aus dem Markus-Evangelium wissen, für den, der glaubt, ist alles möglich. Kann es sein, dass auch dein Leben, wie mein Kissen, einfach viel zu voll ist? Dass du diesen dir möglichen Schritt, Jesus zu bitten, dich in deinem Denken zu erneuern, nicht gegangen bist? Dass du einfach angenommen hast, dass dein Leben so ist? Während du annimmst, dass es immer so bleiben wird, wartet Jesus darauf, dass du seine alles verändernde Hilfe annimmst. Und dafür würde ich heute gerne mit dir beten. Jesus, es stimmt, es könnte mir besser gehen, doch ich bin in meinem Glauben träge geworden. Bitte verändere du mein Denken und hilf mir, auch für mich selbst und mein Leben zu glauben, dass dir alles möglich ist. Danke, dass ich das erleben werde. Amen. Danke für dich. Von der Hoffnung zum Wunder. Auf gottkennen.de findest du Antworten auf verschiedene Fragen, Menschen, die von ihren persönlichen Stories mit Gott erzählen und sogar die Möglichkeit, an Online-Kursen teilzunehmen.